Bum, bum, bum. Moin, willkommen zurück zu meinem Sims. Ja, sehr gut. Rechnung, ich hasse Rechnung. So, wie viel Geld haben wir? Wie viel müssen wir bezahlen? 16.000? Ach du Scheiße. Naja. Ja, letztes haben wir die Küche gebaut. Ja, das können wir jetzt ein bisschen klein werden. Muss ich ein bisschen noch improvisieren hier? Das sieht scheiße so. Wie mache ich das am besten? Der Raum ist ziemlich klein hier. Ja, die Küche muss ein bisschen kleiner werden, genau wie oben. Das ist natürlich Mist jetzt. Um ein Feld kann ich ihn verkleinern noch. Aber einmal muss die Rechnung bezahlt werden. Obwohl, dann kriegen wir ein bisschen Geld wieder, ne? Wenn ich jetzt verschiebe, habe ich das Problem wieder mit dem Öffnen hier. Hier nehmen wir einen anderen Tisch rein. Einen kleineren. Der ist mir ein bisschen zu groß hier. Wenn ich verkleinere noch hier, dann haben wir gar keinen Platz mehr. Das heißt, den Tisch müssen wir auch noch ändern. Machen wir jetzt mal hier. Ja, die Stühle können wir lassen, ne? Die stellen wir mal da in die Stühle. Den verkaufen wir. Halt, Oberflächen. Esszimmertische. Glaube, das wird der gewesen, der Megatisch, ja. Der ist genauso groß, das ist schlecht. Dann nehmen wir einen kleineren hier, nehmen wir so einen wieder hier, egal. Dahin, dahin, dahin. Die Theke geht einen vor auf jeden Fall. Das heißt, der Tisch muss mal rüber hier. Du kommst hier ran. Yep. So. Müssen wir eine Wand ziehen. Das Regal kommt auch noch weiter vor hier am besten. Das setzen wir erstmal hier hin. Dann können wir die Wand schon mal hinziehen. Wände. So, halt, du gehst weg. Jetzt weiß ich nicht, wie es hier aussieht hinter. Also gut, das passt ja. Da es eh so aussieht hier. Können wir es so lassen. Jetzt können wir hier noch die eine Wand vorziehen hier. Escape, warte mal. Da sehe ich überhaupt nichts hier. So, Wände hoch am besten, sonst sehe ich gar nichts hier. So. Denn das Verschieben hat ja einige Zicken manchmal. Wie ihr schon gesehen habt. Und dem traue ich nicht so ganz. Ich habe keinen Bock, alles zweimal zu bauen. Deswegen mache ich das so. So, dann kann das hier weg. Die Wand. Halt! Ja, genau. Da waren drei Fenster, ne? Merke ich gerade. Kommt hier eins hin. Das kommt dahin und das kommt ganz nach außen. So. Das kommt hier hin.
Dann gehen wir einen tiefer. Ja, dasselbe hier. Einer vorschieben. Dass wir schon mal hier die Wand haben. Wände, Wände, Wände. Erstmal so. 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 Und dann geht er hier hin. Hier hin. Und hier hin. Der geht hier hin. Der geht dahin. Da und da. Nee, dahin. Hallo? So hin. Sieht gut aus. Ich sehe überhaupt nichts mehr hier. Der Stuhl muss da weg. So. Okay, dann haben wir das auch fertig. Da haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Dann kann hier jetzt die Wand weg. Sag bloß, jetzt ist hier ein Loch drin. Ne? Nee. Ich hoffe nicht. Sieht so aus, bis hier in der Licht reinkommt. Wieso ist das Sonne jetzt? Jetzt muss ich mal gucken. Nicht, dass ich da jetzt hier. Nee. Also kommt das Licht rein. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich verstehe es nicht, Leute. So, genau, kommt diese weg jetzt hier. So. Und schon haben wir ein bisschen Platz hier. Aber immer muss ich die Rechnung bezahlen, um hier weiterzubauen. Vielleicht mache ich den noch weiter vor hier, die Wand, dass ich ein bisschen so optische Täuschung habe, dass es größere Werderaum. Mal gucken. Will, glaube ich, auch so machen. Da ist ja nichts Besonderes. Ja, lassen wir es mal so. Täuscht ein bisschen, ne? Naja. Jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen größer gemacht, hier die Küche ein bisschen kleiner, das ist auch egal. Stockwerk tiefer, was macht denn mein Kollege hier? Wo bist du? Au! Kannst du lange machen, hier wollen wir mal reparieren. Komm her. Teile plündern, nicht weglaufen und wegwerfen. So, was haben wir noch hier? Glücklich, sehr gut. Was hast du jetzt vor? Schlafen? Dann geht oben schlafen. Da geht einmal das ganze Haus durch hier. Ja, langer Weg für ihn. Der ist fertig. Meiner pennt noch. Ja, ja, geh mal hin, da wo du hin musst. Oh, die Beine zusammengekniffen. Oh ja, ich muss mal, ich muss mal, ich muss mal. Oh Mann, ich mach mir gleich eine Hose. Oh, Arschbacken zusammenkneifen. Drehen. Ja, kneift die Arschbacken zusammen. Oh, ja, es drückt, es drückt, es kommt gleich. Oh, Mano, es wird hektisch. Oh, gleich geschafft, ich sehe schon die Toilette. Ja, ja, oh ja, ja, es wird, nein, nein, ich schaff's doch. Ja, oh, das war hart. Oh, Kanickelhäschen. Oh, süß, tuffig. Naja. So, was meint Typi?
Ja, das ist mein Typi. Ein bisschen schneller. Dum, 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 dum. Das ist ein bisschen macht die Arbeit. Ja, natürlich mies. Das ist schlecht. So, mein Typ ist auch wach. Natürlich muss er mal was essen und so. Ist das hingerannt? Stockwerk tiefer oder was hier? Sollst nicht hier, du sollst was fressen und hier, ja genau, labern und dann gehst du in die Dusche oder baden. Levelaufstieg. Andreas hat Levelfähigkeit Comedy erreicht. Sehr gut. Wieso ich? Comedy. Muss er doch lernen. Ja, genau, abwaschen noch. Schnell duschen. Wie? Verwenden. Dusche kaputt. Reparieren. Sehr schön, Tuning-Teil. Teile plündern. Wegwerfen. Rechnung bezahlen. Kann ich überhaupt nicht bezahlen, Mensch. 17.000, ja, ich kann die Rechnung bezahlen. Hochzeitsrede. Julian wurde gebeten, auf der Hochzeit eines besten Freundes eine Rede zu halten. Endlich ein aufmerksames Publikum. Geh mal auf Nummer sicher, lieber. Rechnung bezahlen. Viel Geld kriege ich hier, ne? Das ist ein Verlag verkaufen. Na toll. Ist das Buch verkauft oder nicht? Sind beide auf Arbeit, habe ich nichts zu tun hier mehr. Das Studio bei Zürich, ja, 500 Euro sogar, sehr gut. Ja, bis jetzt mein Erfolg. Muss mal wieder Bücher schreiben. 120. Boah, teuer. Ich brauche mehr Geld, Leute. Was haben wir hier? Das ist die Deckenlampe, die so schwarz ist. Ich dachte schon, das wäre hier was anderes. Muss vielleicht Schnitt sein irgendwann hier. Cut. Ja, die Sims. 184 Euro. Super Arbeit geleistet, sehr gut. So ein bisschen Kleingeld kriegt er rein. Ja, viel besser geworden, wir im grünen Bereich, sehr gut. Dann gehen wir ins Bettchen. Mach zu da. Ewig Zeit. Habe ich die da hingelegt? Ja, habe ich hingelegt da, ne? So, 2,7. Sehr gut, Andreas. Ja, was machen wir jetzt mit dir? Ja, ess du erstmal was. Kuchen essen. Dann würde ich sagen. Wir schreiben erstmal was. Krimi. Schlafen kannst du später. Ja, das Haus wird immer größer.